Willkommen zu einem neuen Donnerstag. Wir befinden uns heute auf einem Campingplatz zum ersten Mal, seitdem wir dieses Format haben. Genau, wir sind nämlich in Lake Louise und genau, wir waren da gestern beim See. Es hat im Moment 2 Grad, also es ist richtig, richtig kalt. Aber genau, wir freuen uns heute riesig, denn wir haben 2 Special Guests eingeladen, und zwar den Josef und die Moana von Lebe lieber ungewöhnlich. Und genau, wir haben heute ein für uns Herzensthema oder wichtiges Thema. Und auch für die beiden, deswegen haben wir sie auch eingeladen. Genau, und zwar geht es um das Thema Freilernen und genau, als Familie und mit den Kindern einfach frei unterwegs zu sein. Aber zu Beginn machen wir nochmal einen Schwenk für euch, dass ihr das seht, wo wir Hallo. heute stehen. Wir sind ja, wie Magda schon gesagt hat, auf einem Campingplatz. Ich zeige euch nochmal die 360 Grad. Also da drüben ist schon die abgedrehte Dumpstation, weil es hat wirklich 0 Grad und es ist eisig auf unserer Dachterrasse. Mal schauen, wie lange wir das Format noch so durchhalten. Und hinter uns sind die Berge und da dazwischen, hinter den Nadelbäumen, da waren wir gestern unterwegs. Relativ spontan, eigentlich wollten wir ja nur zum See spazieren und plötzlich haben wir uns dann in einer 12 Kilometer 500 Höhenmeter Wanderung befunden, ohne Vorbereitung. Aber es war voll cool, wir Im waren Tiefschnee, genau. und Schneemann gebaut und alles Mögliche. Ja, mal was Neues. Aber jetzt zurück zu unseren Gästen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute Zeit habt für uns und wir diese Aufnahme gemeinsam mit euch machen dürfen. Ihr habt ja 2019, Moana und Josef, habt ihr euer Leben komplett umgekrempelt. Also ihr habt einfach einiges aus dem Gewöhnlichen ins Ungewöhnliche gemacht und habt einige wesentliche Schritte in eurem Leben gemacht. Und wollt ihr uns kurz erzählen, warum ihr das gemacht habt und wie weit ihr auch, weil ihr seid so eine Familie mit Kindern, wie ihr eure Kinder in diese Entscheidung mit eingebunden habt? Ja, sehr gerne. Also als erstes gleich mal herzlichen Dank, dass wir da dabei sein dürfen bei diesem tollen Format. Wir sitzen zwar nicht so spektakulär da in einer Szenerie, Den und wir haben Warmen. aber dafür haben wir über 20 Grad mehr wie ihr hier an der Algarve in Portugal. Und ja, ich stelle mich vielleicht noch kurz vor, für alle, die uns nicht kennen. Wir sind eine Patchwork-Familie. Meine Frau Moana, ich bin der Josef. Wir sind eine Patchwork-Familie, haben insgesamt 5 Kinder. 2 erwachsene Kinder schon, die hat Moana schon mit in die Partnerschaft mitgenommen, und nicht sozusagen der Bonuspapa. Und wir haben auch noch 3 gemeinsame Kinder, davon einen Sternenbub, der ist zwischen unseren beiden Jungs, also wir haben 3 Jungs noch. Und mit den 2 Jungs und unseren gemeinsamen Kindern sind wir eben seit 2019, ja, Sind jetzt genau 5 Jahre. 5 Jahre jetzt, Ja. genau, ja, stimmt, ja, fast Jahrestag. Ja. Ja. Sind wir los aus Österreich, sind ja auch Österreicher, haben dort ja, alles hinter uns gelassen und sind zuerst einmal auf Reisen gegangen, und das hat sich dann so im Laufe der Zeit natürlich irgendwie verändert, weil wir halt auch immer bedürfnisorientiert das angepasst haben. Mittlerweile leben wir so quasi ein bisschen so ein Zweiermodell, Halbzeit in Portugal, Halbzeit in Österreich. Und 2000, ja, Genau, ich gerne. wollte noch sagen, so, es hört sich so an, als hätte man das so spontan irgendwie entschieden und gemacht. Das war es aber so gar nicht, weil dadurch, dass wir ja die 2 großen Kinder auch hatten immer, haben wir das schon eigentlich Langzeit geplant und vorbereitet, weil wir hatten ja ein Haus, und die großen Kinder waren damals ja auch in der Schule. Und wir haben wirklich so darauf hingearbeitet, so, okay, wir brechen dann auf, wenn. Also meine jüngere, also meine Tochter mit der Schule fertig ist. Sozusagen, da gibt es dann so einen Abschluss, und dann ist einfach so die Zeit, wo wir sagen, okay, dann sind sie so weit, dass sie auch mehr oder weniger einfach auch ja, da selbst raus können, ne? In die große Welt, genauso wie wir. Und das ist so unser Zeitpunkt. Und das war eben genau im Oktober vor 5 Jahren Ja. jetzt. Ja. Aber es war auch eine große Vorbereitung, das alles so mit einzubeziehen. Und auch wir haben uns vorbereitet insofern, dass wir so eine Probereise auch gemacht haben als kleine Familie, um zu schauen, ob uns das überhaupt irgendwie anspricht, da so unterwegs zu sein. Und wir waren nur auf Mallorca einen Monat im Frühjahr, um das einfach mal zu fühlen, wie das ist, woanders zu sein. So, und eben nicht das Haus zu haben und das gewohnte Umfeld und die Freunde und auch die großen Kinder natürlich und so. Genau. Und dadurch, dass es aber so gut
geklappt hat und sich so schön angefühlt hat und gesagt, okay, ja, den Weg gehen wir weiter. Genau, wie Moana schon gesagt hat, der Prozess hat schon viel früher begonnen. Und es war viel Planung notwendig, eben wie, dass unsere Kinder dann, unsere großen Kinder volljährig waren und wir dann los konnten. Aber angefangen hat sie schon viel früher mit unseren jüngeren Kindern, mit unseren gemeinsamen Kindern, gehen wir ja diesen Freilernerweg seit ihrer Geburt an schon. Also mittlerweile seit 13 Jahren. Also der Ältere ist 13 und der Jüngere ist 11, Zehneinhalb. also bald 11, ja. Sehen, ja. Und eigentlich hat es dort schon begonnen. Ne? Da haben wir schon angefangen, einfach ganz neue Werte aufzustellen. Damals war noch nichts von Reise und so weiter, aber insgesamt hat das so im Nachhinein auch mitgespielt, dass wir diesen Weg dann 2019 beschritten haben und unser Leben eben komplett umgekrempelt haben. Genau. Josef, ganz kurze Frage. Du sprichst von Freilernerpfad. Magst du kurz nur genauer beschreiben, was ihr unter Freilernerpfad versteht? Wenn du sagst, von Geburt an habt ihr das jetzt so, lebt ihr das? Vielleicht, dass man sich da vorstellen kann, was ihr Weil unter. Schule fängt ja bei den meisten so ab 6 Jahren an, Genau. aber Wenn du sagst, von ihr Geburt beschreibt da an. was anderes. Genau, also unsere Kinder waren eben nie im Kindergarten, nie in Schule, also waren nie institutionell betreut, würde ich sagen. Also waren da nie Aber irgendwie. fremdbetreut eigentlich auch nicht. Und eigentlich auch kaum fremdbetreut, genau. Das war uns am Anfang auch sehr wichtig, gleich die ersten Jahre. Da waren wir sehr gluckig. Ich vor allem. Waren schon mal alleine. Ich sehe das nicht negativ, aber im Ja. Gegenteil. Ja, bei uns war es eigentlich, ja. Genau, und wir haben uns halt eben unsere Werte komplett neu überdacht, wie die Kinder auf die Welt gekommen sind. Und ein Wert war halt auch, wie gehen wir mit den Kindern um? Was machen wir? Wie begleiten wir die Kinder? Ne? Und dieses normale von oben herab, dieses Erziehung, Erziehen und Ziehen an den Kindern, das war ganz klar, das wollen wir nicht. Und da haben wir uns halt begonnen, ganz viel zu informieren. Bereits, wie sie noch ganz klein war, was gibt es denn eigentlich für Alternativen? Und dann kommt man halt von einem zum nächsten. Und richtig begonnen hat es dann eigentlich, wie der Ältere so dann so quasi im Kindergartenalter war, ne, so mit 3, 4. Und wie gesagt, was machen wir jetzt eigentlich weiter? Wie geht es jetzt weiter? Und dann haben wir uns wirklich ganz konkret zum Informieren begonnen. Was gibt es da für Möglichkeiten, diese bedürfnisorientierte Begleitung? Diese Begleitung auf Augenhöhe, die uns so am Herzen liegt, ist so ein starker Wert geworden ist. Wie können wir das weiterführen jetzt, wo sie älter werden und wo es eigentlich sonst ja üblich ist, dass die Kinder in den Kindergarten gehen oder und dann später dann in die Schule. Und da sind wir halt von einem zum nächsten gekommen, also eben vom Waldorfpädagogik bis hin zu Montessori, bis hin zu, in Österreich gab es auch so Leising-Schulen und so weiter damals. Und haben uns überall informiert, aber so richtig warm wurde uns nicht ums Herz, bis wir dann schlussendlich einen Vortrag angehört haben über das Freilernen. Und wir haben damals noch gar nichts gewusst, was ist das eigentlich, haben es aber schon gemacht, ja, ein paar Jahre lang mit den Kindern. Und haben uns diesen Vortrag angehört von einer nun mittlerweile ganz lieben Freundin. Und die hat erzählt von ihrem Freilernerweg, wie sie mit ihren 4 Kindern eben diesen Weg ohne irgendeine institutionelle Betreuung einfach lebt. Und da sind wir beide gesessen, hatten unsere kleinen Kinder da auf dem Arm, die waren damals, weiß nicht, 1 und 3 oder so. Und das war einfach so Und klar. Ja, das ist es. das Ja, ist ganz es. klar. Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts Das anderes. ist es. Und dann haben wir Ja. natürlich ganz viel gelesen, uns auch vernetzt mit anderen Familien, die ähnlich getickt haben, ähnliche Werte hatten. Und schlussendlich war es dann einfach so, ja, wir möchten gerne, dass unseren Kindern diese Entdeckerfreude, diese Gestaltungslust, diese Freude am Lernen einfach nie abhanden kommt. Und deswegen war es für uns ganz klar, wir möchten ihre Einzigartigkeit wahren und wir gehen diesen Freilernerweg. Darf ich ganz kurz nur bei der Moana einhaken, weil du gesagt hast, dass es ganz bewusst gemacht habt, dass ihr die Kinder nicht eben so früh weggeben habt und dass also dieses eben von, wie soll ich sagen, dieses Gluckenhafte, Gucken. genau. genau, also da werden sich viele denken, okay, ja, wieso ist das gut oder so? Genau. Vielleicht ganz kurz, aber warte nur dazu. Ja, also ich habe mir das ja nicht überlegt, dass ich das so mache oder irgendwo gelesen oder so, sondern das war einfach ganz intuitiv, dass ich halt meine Kinder immer dabei hatte. Ich habe sie viel getragen, sie haben bei mir geschlafen, ich habe sie gestillt. Also einfach so ganz, ganz natürlich immer einfach auch ihre Bedürfnisse ja befriedigt, ne? Ich habe sie nicht schreien gelassen, damit sich ihre Lungen besser entfalten oder sonst irgendwas, was es da für Konzepte auch gibt. Sondern nein, also es war von Anfang an einfach diese Begleitung. Okay, was brauchst du? Was kann ich dir da geben? Kann ich
dich da unterstützen. Und manchmal ist es ja auch so, bei Kindern, ja, manchmal müssen sie mal einfach schreien oder sie sind einfach wütend und ja, wir können es nicht heil machen oder gut machen oder so, aber wir können da sein. Und wir können einfach, ja, mit ihnen einfach diesen Sturm mitertragen, sage ich jetzt Ja, ich mal. sage Bis immer, den halt, Raum halten, so ein bisschen, meinst du, gell? ja, genau. Und diesen Raum halten halt für alle Themen, die halt da sind. Und für mich war es immer so ganz wichtig, wie die Kinder klein waren, dass ihre Welt auch ganz klein ist, weil sie einfach schnell überfordert sind. Und ich bin da auch sehr, sehr empfindsam mit dem, was sie halt gebraucht haben und ob halt schnell auch viel ist oder so und was sie so brauchen. Und habe halt wirklich sehr darauf geachtet, dass sie das bekommen und diesen Raum bekommen und auch diesen kleinen Raum, weil sie den brauchen und dass sie nicht überfordert werden. Und das, ja, und das haben andere jetzt, sage ich mal, aus der Familie vielleicht nicht so verstanden. Na, immer so, ja, jetzt gib doch dein Kind auch überall hin oder ja, das war halt einfach nicht so einfach, aber für mich war es einfach kein Thema. Aber das Verstehen, also es sind, viele geben ja ihre Kinder in den Kindergarten ab oder haben die Prägung, sie sozusagen in die Schule zu geben, aber ganz, ganz viele, auch wenn sie glauben, es ist ihr Weg, haben doch innen in sich das Gefühl, ob das jetzt das Richtige ist, wenn ich jetzt mein Kind in den Kindergarten gebe und es schreit und es will zu mir oder ich gebe es in die Schule. Ich merke das ja auch bei Eltern, bei Lehrern, bei Schülern. Es hat jeder irgendwo in sich ganz tief drinnen einen Konflikt in dieser Situation zu sein. Jeder spürt vielleicht sogar auch, dass da Jeder was glaube nicht ich nicht, ist. aber viele. Ich glaube, Vielleicht nicht jeder, aber ja. ganz, ganz viele. Aber viele haben noch. Es ist so, ja, sozusagen. Und hier hast du gesagt, und du auch, Josef, dass ihr jetzt gar nicht irgendwie Lexikonen über Freilernen gelesen habt oder sonstige Sachen, sondern ihr habt ein Gefühl in euch gehabt. Ja? Ihr habt vielleicht den Weg noch nicht gekannt, aber ich habe herausgehört, ihr habt aufgrund eures Gefühls wonach geforscht, ohne zu wissen, wohin ich die Reise geht. Und ich denke auch, dass das irgendwie eine Inspiration ist, ja, weil viele fühlen, dass etwas nicht stimmt, aber es ist noch nicht so weit, dass es gereift ist. Und hier glaube ich, dass es der entscheidende Punkt ist, dass man sich selbst überlegt, was sind meine, was sind unsere Familienwerte. Und ich möchte gern Darf ich da. da kurz einhaken? Ja, gerne, bitte. Es ist auch neben diesem Gefühl, also dieser Intuition, die ja da ist, die ja auch leicht, sage ich mal, überschrieben werden kann oder auch verdrängt werden kann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, verbunden zu sein, einfach mit dem Kind. Genau. Oder insgesamt in der Familie verbunden zu sein. Und wenn du dir auf Augenhöhe begegnest und immer wieder in Verbindung gehst, und in Verbindung bist, dann spürst du das. Dann geht das gar nicht anders. Also dann kannst du das ja nicht, also dann kannst du es manchmal vielleicht irgendwie verdrängen, weil deine ganzen Konditionierungen ja auch sehr, sehr laut sind und irgendwie vielleicht sich dazwischen noch drüber legen. Aber deine Intuition kommt ja immer und immer wieder und klopft ja auch immer wieder lauter an. Also irgendwann kannst du es nicht mehr überhören. Und wenn du dann so gegen dein Kind und gegen dich ja eigentlich handelst, Dann ist schwierig. ich glaube, das ist auch was, was wir von den Kindern lernen können, dass man, die Kinder sind noch verbunden, gell, wo noch Körper, Geist und Seele eins ist. Und wir im Laufe unserer Konditionierungen, natürlich auch durch dieses zum Objekt gemacht werden von anderen, ne, verlieren oft diese Anbindung und gehen halt meistens immer mehr in den Kopf, ne, und machen dann alles nur mehr mit unserem Gedanken und mit unserem Kopf. Und diese Angebundenheit, die die Kinder noch mitbringen, wenn man sich davon berühren lässt, dann kann man auch wieder selbst diese Anbindungen in sich erfahren. Und natürlich gerade diese Verbundenheit mit sich selbst, glaube ich, ist so wichtig, dass man dem Kind dann auch auf Augenhöhe begegnen kann. Weil gerade beim Freilernen, wenn man einen neuen Weg geht, man unweigerlich mit seinen alten Glaubenssätzen, mit seinen Konditionierungen, mit seinen von oben herab, wo das ganze Leben, ne, jeder von uns wurde zum Objekt gemacht, wurde belehrt, bevormundet. Und hat irgendwo das Gefühl in sich, ich bin nicht gut genug in irgendwas. Ne? Aber genau um das geht es, dass man sich bei sich selbst immer schaut. Was ist denn da eigentlich jetzt mein Thema? Warum bin ich denn jetzt vielleicht gerade irgendwie ungeduldig mit dem Kind? Oder was ist denn da jetzt da? Gell? Oder warum bin ich böse oder sonst irgendwas? Dass man zuerst immer mal bei sich schaut und wieder schaut, wieder in sich hineinhaucht. Was ist denn da mein Anteil dran? Meistens ist es immer nur der eigene Anteil, der da
laut ruft, wenn man einen Stress mit dem Kind oder sonst irgendwas hat. Also die Verbundenheit, was du gesagt hast, Moana, und die Verbindung, was du gesagt hast, Josef, das ist ein sehr fortgeschrittener Level, finde ich, sage ich heutzutage, dass man sozusagen noch die Verbindung mit dem Kind spürt und vor allem auch zu sich selbst, weil man einfach immer mehr in dieses Kopflastige reinkommt, in diesen meistens in einem Alltagsfrust, wo es wenig Abwechslung gibt. Und für mich selber war es so, dass ich gemerkt habe, der Schritt zu Verbindung und zu Verbundensein, der ist bei mir leider erst später gekommen. Ich habe das auf dieser rationellen Ebene begonnen, eben indem ich festgestellt habe, ich muss einmal überhaupt feststellen, was sind meine Werte, was sind die Familienwerte, und habe erst durch diesen Weg es geschafft, in die Verbundenheit zu kommen. Und ich habe aber bei dir, Moana, gespürt, du hattest diese Verbindung anscheinend nie verloren. Das hat, oder auch du, Josef, ihr habt sozusagen hier einfach eine starke Basis gehabt, diesen Weg auch zu gehen. Das ist wunderschön. Ja, bitte ganz kurz. Aber ganz kurz nur, aber ich glaube, dass das nicht für jeden einfach ist. Für mich war es nicht einfach. Für mich war es gut, sich selbst auf einer rationellen Ebene zu beschäftigen, hinzusetzen und zu sagen, was ist mir wichtig und in welche Richtung möchte ich Einfluss haben in der Familie und was sind die Werte der Familie? Und dahin geht auch meine Frage. Habt ihr zu diesem Zeitpunkt, wie ihr sozusagen die nächsten Kinder gekommen sind, mit der Entscheidung dann, okay, wir wollen einen anderen Weg gehen, habt ihr da bereits Werte aufgestellt oder wartet ihr eher in der Verbindung und habt es dann zu den Werten gefunden? Wie war euer Weg bei dem Wertefinden für die Familie und wie sind das noch die gleichen Werte wie damals heute? Wie flexibel dürfen die sein? Magda, wolltest du jetzt noch dazu was sagen, oder? Na, eigentlich wollte ich nur zu dem Verbindungsthema nur als einen tun, weil du bist einfach jetzt weiter. Okay, Entschuldigung. Genau. Ja, also, ist nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, ich glaube einfach, dass die Verbindung auch besser spürbar ist und leichter ist, wenn man eben mehr mit den Kindern ist, wie du gesagt hast am Anfang. Wenn eben das Kind immer bei mir ist, dann verliere ich die Verbindung ja nicht. Aber wenn das Kind einen halben Tag oder den ganzen Tag in einer Fremdbetreuung ist und dann kommt sie wieder zurück, dann dauert es ja auch mal voll lange, bis ich wieder wirklich diese tiefe Verbindung spüre, was genau da gerade abgeht. Weil sonst weiß ich ja mit jeder Handbewegung, mit jedem Augenzwinkern, spüre ich, was gerade los ist beim Kind. Was steht gerade an? Wo ist eine Emotion, die gerade hochgehen wird? Was tut sich? Und ich glaube einfach, also das ist dieser Weg über die Verbindung, wenn eben das, wenn man genug Zeit mit dem Kind verbringt und das Interesse auch hat, dass man da immer in Verbindung ist, dann geht es, dann ist das eben, dann spürt man das. Das wollte ich nur sagen. Für mich war das ja klar, dass ich bei den Kindern bin. Also ich hätte es niemals geschafft, das war für mich keine Option, egal welches Kind, irgendwie wegzugeben. War keine Option. Ging gar nicht. Jetzt muss ich da Also das ist einhaken. auch schon ein Wert. Jetzt möchte ich Der einhaken. Wert in War mir. vielleicht da das Problem bei uns, weil ich war ja Ja, arbeiten. genau, das wollte ich vorher Ich fragen. hatte ja diese Verbindung nicht. Ja. Du Ja, warst, klar, wir haben richtig. ja entschieden, wie wir Kinder bekommen haben, die Kinder nicht in den Kindergarten zu geben. Das war für uns ja von Anfang an klar. Also du hattest die Verbindung immer gehabt, glaube ich. Durch mit dem ersten Kind war dann klar, wir tanzen nicht. Aber Ganz nett, ja. eigentlich war es, Davor waren wir unerfahren, sagen wie wir mal wir so. dieses Bild im Kopf gehabt haben, wir Aber ich Kinder bin ja dann bekommen. trotzdem zur Arbeit gegangen und hatte diese starke Verbundenheit, so wie du sie gehabt hast, hatte ich nicht. Und ich hatte den Weg der Werte eingeschlagen. Ja, das ist richtig. Das ist ein unterschiedlicher Zugang. Ja. Und Genau. Thomas, das Aber deckt es ist sich, voll wichtig auch, ja. das deckt sich ja mit meiner Geschichte. Ich bin ja auch damals noch als Angestellter arbeiten gegangen. Das heißt, es war auch diese Trennung da. Und diese Trennung war aber dann wirklich auch mein Warum, also mein persönliches Warum, warum ich einen anderen Weg gehen möchte. Weil ich wollte von Anfang an, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind, und ich habe geweint, und ich weine wirklich nicht oft, leider, letzter Zeit wieder mehr. Da habe ich gespürt, hey, das ist schon ein Grund, warum ich auf dieser Welt bin. Damit ich dieses Wesen so gut wie möglich begleiten kann. Und dann habe ich aber gemerkt, durch diese Trennung auch arbeitsmäßig, ne, dass ich eben nur mehr Wochenendpapa bin oder am Abend da bin. Und ich wollte aber ein liebevoller und präsenter, auch zeitlich präsenter Vater sein. Und das war für mich ja ein ganz, ganz starkes Warum dann, dass ich gesagt habe, hey, wir müssen das anders machen. Ich möchte keine künstliche Trennung mehr zwischen Familie und Beruf. Und für mich war es ganz gleich auch, ich brauchte dann auch diese konkreten Werte. Und dafür bin ich auch meiner Frau ewig dankbar, dass sie mich da quasi auf diesen Weg auch geführt hat, da immer wieder achtsam hinzuschauen und nicht einfach so diesen herkömmlichen, üblichen Weg zu gehen, den die meisten Menschen gehen noch immer, wobei vieles jetzt gerade am Aufbrechen ist, viele, gerade auch junge Familien, die wir kennen, da einfach neue Wege gehen. Aber darf ich da kurz was sagen? Ja. Also ich empfinde es ja ein bisschen so,
als hätte ich automatisch die Werte aufgestellt, weil ich sie gelebt habe von Anfang an. Ja, Oder? finde ich auch so. So, genau. Also wir mussten das jetzt nicht besprechen und sagen so, hey, was sind denn jetzt unsere Familienwerte, sondern die waren einfach da. Genau, von mir So. aus bedurfte es im Endeffekt nur eine Offenheit, dahin zu schauen und nicht irgendwie in Konkurrenz, in einen Machtkampf zu gehen und zu sagen, na, es wäre doch besser, wenn wir unsere Kinder zum Beispiel lassen oder sonst irgendwas, ne? Also, ich brauchte einfach nur diese Offenheit, mich da wirklich auch auseinanderzusetzen und auch, ja, auch mit dem Kopf auseinanderzusetzen, auch Bücher zu lesen, auch rationell da auseinanderzusetzen, um dann schon langsam mein Herz auch sprechen zu hören, weil das Herz, das flüstert immer nur so leise und vielleicht gerade bei manchen Männern noch mal leiser und der Verstand schreit immer so laut, ne? Und da einfach nur diese Offenheit, ja, zu haben, ich schaue mir das mal an, wir schauen uns das an und natürlich viel drüber reden, ne? Viel drüber reden und möglichst achtsam miteinander sein. Und dann haben sich die Werte eben, so wie Moana sagt, die Moana hat diese Werte eigentlich schon mitgebracht. Und wir haben sie aber dann als Familie verankert natürlich. Und Also, haben aber teilweise auch neue geschaffen. und könnt ihr es konkret machen jetzt, aber so, was ist diese Werte sind, wenn wir zu ewig reden drüber, so ein bisschen so. Ja, klar. Also ein Wert ist auf alle Fälle eben die Begegnung auf Augenhöhe. So. Einfach den anderen sehen, weil ich glaube, das ist so das absolute Grundbedürfnis eines jeden Menschen, egal wie alt er ist, einfach gesehen werden. Das heißt, ernst nehmen in den jeweiligen Bedürfnissen und in Interessen. Das ist Genau. ganz, ganz wichtig. Und dafür braucht es aber, damit ich das ja schaffe, braucht es einfach viel Achtsamkeit. Achtsamkeit im Miteinander, im Sein, ne? Im Familienalltag auch, super schwer manchmal. Und auch, was für mich da zusammengehört, ist einfach diese Präsenz. Weil es bringt nichts, wenn ich achtsam bin, aber dann eigentlich gar nicht so richtig da bin. Ne? Es braucht immer diese Präsenz, damit ich überhaupt achtsam sein kann und damit ich dann überhaupt den anderen auch sehen kann. Ne? So in der Tiefe sehen, nicht nur so in der Oberfläche. Also, und das ist auch echt schwer manchmal. Echt, echt schwer. Aber das ist was mir besonders so wichtig ist. Also ich glaube, es ist so das Allerwichtigste. Weil ich meine, ein Wert ist auch die Ernährung bei uns von Anfang an, auch wenn sie die ganz, ganz stark verändert hat in der Zeit. Und trotzdem ist es ein starker Wert. Aber ich glaube, das andere, das steht halt wirklich so ganz oben. Das Hast du ist da so das. so ein paar so Tools oder irgendwie so ein paar Tipps, wie man es üben kann, wirklich präsent zu sein im Moment? Also Naja, sie nichts, zum wichtig. Beispiel nicht ablenken mit irgendwas. Ne? Darum sage ich, es ist schwer, wenn ihr eigentlich gerade was anderes macht und dann kommt jemand und möchte was erzählen oder es ist irgendwie was gerade was Wichtiges. Ne? Und ich muss so meine Aufmerksamkeit von dem, wo ich gerade drin bin, aber abziehen, ne, um präsent jetzt da zu sein. Und das schaffe ich auch nicht immer. Also ich bin immer im Lernprozess und ich weiß nicht, ob ich da jemals ausgelernt habe. Aber das zum Beispiel. Aber es ist zum Beispiel so, also wir haben uns bei den Kindern, ne, war das ja auch so, wenn wir gerade mit irgendwas beschäftigt waren oder ich halt gearbeitet habe und ein Kind kam und wollte mir was zeigen, dass man wirklich auch das so für sich integriert, dass man sagt, hey, das, was das Kind jetzt gerade mir zeigen will, ist seine Arbeit, ist genauso wichtig wie meine. Und ich als Erwachsener darf da schon, kann da von einer anderen Ebene, von einer bisschen mehr reflektierenden Ebene draufschauen. Ich kann jetzt auch innehalten mit dem, was ich da gerade mache. Oder ich sollte zumindest soweit sein. Das Kind, das muss unmittelbar eine Reaktion haben auf das, ne? Und von dem her gesehen, wenn man da sieht, das ist auch auf Augenhöhe. Das Spiel der Kinder ist gleich wie meine Arbeit. Das ist gleichwertig. Da gibt es nicht irgendwie einen Unterschied. Aber es darf natürlich auch nicht kippen. Das ist die andere Seite, die auch manchmal passiert, gerade bei Freilernereltern, die dann vielleicht ein bisschen so das Freilernen verwechseln mit anti-autoritärer Erziehung oder so, wo dann die Kinder ja dann immer nur, ne, wo quasi immer alles erfüllt wird bei den Kindern, nur damit es keinen Stress und keinen Konflikt oder sonst irgendwas gibt. Ne? Das ist wieder, da will ich jetzt nicht zu länger drauf eingehen, aber das ist auch das, was wir auch bemerken. Da Das ist kommt dann auch man. nicht mehr auf Augenhöhe, weil dann meistens das Kind da Ja. einen Ton angibt und die Schreikrämpfe oder was auch immer Wobei, kriegt. Ne? ganz cool, wenn ich da einhaken darf, ich finde, das hängt schon mit dem Thema zusammen, weil wenn ich mir jetzt für die Kinder immer alles erfülle, was sie gerade haben wollen, und sie stehen immer da oben,
dann entsteht in dem Kind ja auch eine Unruhe oder eben, wenn ich jeden Konflikt vermeide und dann kommt es auch nicht in ein Freilernen, weil es eigentlich immer in einem, also in einem Stresszustand ist. Deswegen ist es schon ein wichtiges Thema, was du sagst, finde ich, dass wirklich Ja, eben, wie du am Anfang vorher gesagt hast, dass dass alles, was da ist, also eben wie so dieses, dass man alles begleiten darf, was da ist, nicht irgendwie so nur die Schönen. und so wie du vorher gesagt hast auch, ne, es geht ja immer um diesen Rahmen. Und jedes Kind, egal wie alt es ist, fragt ja eigentlich, bittet und bettelt nach dem Rahmen, der ihm ja Sicherheit gibt. Und ja, am Anfang ist der Rahmen klein und eng und er wird halt immer größer und weiter, je älter das Kind, Jugendliche dann wird. So, aber es schreit nach einem Rahmen. Und jeder Mensch braucht diesen Rahmen und diese Grenzen. Es bringt einfach Sicherheit und Vertrauen in diesen Raum, ja, wo ich Geborgenheit erfahren darf. Da ist das Urvertrauen. So, aber wenn ich den nicht gebe, ja, na klar, was macht dann mein Gegenüber? Was macht dann das Kind, egal wie alt es ist? Es schreit immer lauter nach dem Rahmen. Gib mir doch endlich. Gib mir Sicherheit, gib mir Ja. Geborgenheit. Und damit sind wir schon wieder bei den Werten. Denn die Werte geben diesen Rahmen vor. Bei uns ist zum Beispiel auch ein Wert, wie Moana schon angesprochen hat, eine gesunde Ernährung. Wir sind jetzt seit über 10 Jahren vegan, rein pflanzlich unterwegs. Und wir sind auch zuckerfrei. Das heißt, bei uns gab es auch nie ein Problem, einkaufen gehen wie Kinder. Ne? Das Typische, das gab es bei uns nicht, weil bei uns wurden diese ganzen Stellagen da mit Chips und mit Süßigkeiten, Süßigkeiten, ja. das sind wir einfach immer vorbeimarschiert. Und auch bei den toten Tieren sind wir vorbeimarschiert. Also es gab jetzt Na, wir haben es dann, besprochen. wir haben es natürlich besprochen, ja klar. Aber im Endeffekt gab es da nie Probleme. Das ist so ganz klar und diese Werte sind so wichtig, weil die geben eben diesen Rahmen vor, die geben Orientierung. Die sind quasi wie ein Leitfaden durch die Nacht, wie ein Leuchtturm. Ja, und selbst wenn Genau. einmal diese Kinder dann die Grenzen ausloten, dann ist ja das auch wieder etwas, wo man, so wie du gesagt hast, man komplett die Zügel freilassen. Ich glaube, man muss auch die Zügel in die Hand nehmen, weil auch im Konflikt und an dem Grenzen auslösen, also ausloten, liegt ja auch das Lernen irgendwo begraben, weil auch hier muss man ja lernen, wie kann ich mit der Situation umgehen, die vielleicht nicht so ist, wie ich sie gerade empfinde. Ja? Also auch bei mir selbst, nicht nur beim Kind. Was ich jetzt ganz interessant finde, wir unterhalten es jetzt schon eine ganz schöne Zeit über das Thema Freilernen und wir reden eigentlich überhaupt nicht über die Kinder, sondern wir reden über das Elternsetup. Und ich glaube, also das ist auch mein Eindruck, es ist so irgendwie auch die Wurzel, ja, weil die Kinder gerade in den ersten Jahren oder in den ersten 10 Jahren machen ja sowieso das, was ihnen vorgelebt wird und was wir ihnen zeigen. Das heißt, wir müssen ja nicht sagen, wo müssen wir bei den Kindern was schrauben, sondern die Frage, die sich für mich immer herausgestellt hat, zumindest ist es bei mir so, wo muss denn ich bei mir den Schraubenzieher ansetzen? Und das heißt, das Thema Freilernen hat ja nicht mit den Kindern zu tun, sondern eigentlich mit denen, die die Kinder begleiten. Und da ist es ja so, wenn man ungewöhnliche Wege geht, so wie ihr, dann hat man nicht viele Vorbilder. Ja, ihr sagt, ihr habt am Anfang jemanden gehabt, der hat euch begleitet, ist eine gute Freundin von euch, aber viele Vorbilder hat man in der Richtung nicht, weil die meisten Bekannten machen es ja anders. Und dann ist meine Frage dazu, seid ihr da manchmal ins Struggle gekommen? Habt ihr euch selbst hinterfragt, weil ja nicht immer alles nach Bilderbuch, nach euren Vorstellungen geht? Ist es manchmal in eurem Begleit mit euren Kindern in Situationen gekommen, wo ihr gesagt habt, bin ich noch richtig hier? Ist das, was ich mache, wirklich noch gesattelt? Oder ist das noch immer das? Oder fängt man dann an, sich zu hinterfragen? Soll Und ich dir wie so kommt man viel? wieder zurück? Also wie seid ihr ins Struggle gekommen und wie habt ihr euch dann verhalten? Bitte? Soll ich so viel Ja. vorgestern? Also. Also, ich glaube, also für mich jetzt persönlich war es so, dadurch, dass ich einfach schon sehr stark bin und auch in meinen Werten sehr stark und klar bin, kann ich mich sehr gut abgrenzen von anderen, die halt eine andere Meinung haben und anders leben. Und dadurch, dass ich jetzt als Mutter mittlerweile sehr erfahren bin, seit über 24 Jahren Mama bin. Also mir hat jetzt auch nicht so leicht mehr irgendwie was erzählen. Und trotzdem habe ich das ja auch mitgebracht, ne, so diese Stärke in gewisser Weise. Also habe ich mich nicht so beeinflussen lassen von anderen. Das Einzige, was ich bei mir bemerkt habe, war schon immer wieder, wie meine Konditionierungen natürlich auch wirken. Also so dieses als Beispiel, dass unsere Jungs haben sehr, sehr spät lesen gelernt. Und das Lesen lernen war für mich einfach super wichtig.
wo ich einfach gedacht habe, so, ne, das ist halt auch, ne, das gehört zum Fundament für das Leben, für ihr Leben. Und irgendwie so, ja, wie lange soll ich denn jetzt noch warten, bis sie irgendwie von sich aus sich interessieren, lesen zu lernen? Und das hat einfach nie Sinn gemacht in ihrem Leben. Ne? Und ich habe das schon versucht, so ein bisschen zu lenken manchmal und zu manipulieren, aber bin jedes Mal halt voll gescheitert. Ja, eh klar, weil es für sie gerade keinen Sinn gemacht hat. Aber das waren so meine Hauptzweifel, ne? Ob das jetzt das Richtige ist, weil wir sie ja nicht beschulen und wir machen keine Lern-Apps und keine Ahnung, was es halt so alles gibt. Also das haben wir ja alles nicht. Also so, und wenigstens so lesen, schreiben, rechnen, das muss ja schon so sein. Genau. Also das waren so meine Struggles. Aber irgendwann, auch wenn es recht spät war, jetzt, ne, für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, das, was so normal ist, ja, haben sie es auch gelernt. Einfach so, nebenbei, von einem Tag auf den anderen, von selbst, Wirklich ohne von irgendein einem Zutun. Tag auf den anderen hat auf einmal unser älterer Wir Eragon, beide, ja, ja, und aber beide, ja, der ja. ältere hat Eragon hergenommen. So ein Wer Buch, das ne? kennt, 1000 Seiten Schmöker, der erste Teil, und hat angefangen zu lesen. Zuerst waren es halt pro Tag nur ein paar Seiten, aber innerhalb von 1, 2 Wochen hat er fließend gelesen. Also es ging, weil es in seiner Lebenswirklichkeit auf einmal Sinn gemacht. Und ich glaube, da bei diesen ganzen Kulturtechniken, da war ich, glaube ich, mehr im Vertrauen immer als Moana, und weil ich immer gemerkt habe, den Kindern, denen geht es so gut, die entwickeln sich insgesamt so hervorragend, weil sie eben ihren Bedürfnissen und ihren Interessen folgen dürfen. Und ich war da voll im Vertrauen, und ich war nur dann nicht im Vertrauen, wenn ich wieder angefangen habe zu vergleichen. Ja? Und das ist natürlich eins der Hauptpunkte bei uns Eltern, im Vertrauen zu bleiben, dass alles zu seiner richtigen Zeit kommt. Und das können wir mittlerweile aus 13 Jahren Erfahrung sagen, es kommt alles genau zur richtigen Zeit. Wenn man keinen Druck und keinen Stress macht durch irgendwelche vorgefertigten Meinungen von außen. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, sich Netzwerke zu schaffen mit gleichgesinnten Menschen. Und vielleicht Mir ist nicht. noch ein Wert eingefallen, der auch da Ja. reinspielt und ganz wichtig ist eigentlich. Also einer unserer Werte ist auch, dass wir sehr viel einfach in der Natur sind. Wir sind so überhaupt keine Stadtmenschen. Und wir brauchen einfach ganz viel Natur. Und sei es jetzt Strand mit Meer oder einfach das Hinterland halt immer oder ganz viel Wald und am Bauernhof sein. Und die Tiere sind uns auch sehr wichtig immer. Aber das zieht sich halt so durch unser Leben und durch das Leben der Kinder. Die hatten einfach schon immer von klein auf ihren Bereich, ihre Baustelle, wo sie arbeiten durften und den Berg abbauen und mit Wasser spielen und wo sie ihre Projekte halt hatten, aber immer eben mit Naturmaterialien, also alles, was die Natur hergibt, ohne dass wir jetzt irgendwie was beschaffen für sie extra. Und durch dieses Spiel in der Natur, egal was sie gemacht haben, haben sie so viel gelernt. Und da kam ja, ne, also auch so diese ganzen Mathe-Sachen, ne, so Rechnen oder was sie so aufgebaut haben, sie haben dann selbst. Ich meine, das war erst letztes Jahr, aber ich meine, sie sind jetzt schon groß und trotzdem haben sie in der Natur Lehm abgebaut, also so Ton und haben mit diesem Ton gearbeitet und haben da eine Stadt gemacht auf dem Riesentisch, haben, keine Ahnung, eine Bäckerei gemacht, einen Gemüsehändler, wo sie dieses ganze kleine Sachen irgendwie gemacht haben und haben geschrieben, ne, und haben wie einen Handel betrieben und gerechnet und geschrieben und irgendwie alles gemacht so. Und das ist alles so nebenbei passiert. Weil es Sinn macht oder zum Beispiel auch eben Ja. diese finanzielle Bildung. Das ist auch ganz automatisch für Sie ein Thema. Also Sie sind mittlerweile richtig gute Händler und kaufen und verkaufen über Plattformen, Online-Plattformen. Also das machen wir immer, wenn wir in Österreich sind. Das ist unglaublich, also wie Sie das so machen und hin und her schreiben und aushandeln, und also wirklich ganz toll. Oder Flohmärkte. Bewertungen sammeln. Bewertungen sammeln, ne? Hat mir heute wieder der Levin gezeigt, dass er 4,9 Sterne hat jetzt, ne? Bei 20 Bewertungen. Und so. Also richtig cool. Und, es gibt sich immer alles, weil es halt wichtig für sie ist in der Lebenswirklichkeit. Und im Endeffekt braucht es nicht viel von uns Eltern. Es braucht vielleicht eh nur drei Dinge. Es braucht diese bedingungslose Liebe, die braucht es einfach, wo das Sein des anderen im Vordergrund steht und nicht erst, ich hab dich lieb, wenn du das und das kannst. Nein. Wo du einfach geliebt wirst, bedingungslos. Das Zweite ist eben Vorbild sein. Und Vorbild sein bedeutet eben, sich Werte schaffen und vor allem bei sich selbst anfangen und an sich selbst auch arbeiten, wo es halt noch hakt und wo die Schattenthemen sind. Und da hört es ja nie auf. Und das Dritte ist einfach auch, Netzwerke zu schaffen oder auch Lebensumwelten zu schaffen,
wo die Jungs einfach für sie möglichst interessante Dinge machen können. Und das verändert sich natürlich, je älter sie werden. Ne? Das ist natürlich, merken wir auch, wie sie noch klein war, wie Moana gesagt hat, so die ersten 7 Jahre, da war eigentlich hauptsächlich dieses Familiengefüge so wichtig. Da war eigentlich diese ganz tiefe Verwurzelung, die so wichtig ist. Die konnte da stattfinden. Und dann so, ich schätze mal so ab 7 hat es angefangen, da haben wir gemerkt, sie wollen jetzt ein bisschen mehr raus in die Welt. Und dann sind diese Wurzeln einfach immer breiter geworden. Wie bei einem Baum, gell? Zuerst tief und dann Dann sind breit. wir eben ausgezogen dann. Und dann sind wir auch losgezogen, genau, in die Welt hinaus und haben da einfach immer wieder auch geschaut, wo gibt es Menschen, die inspirierend sein könnten, die das, was sie machen, einfach gern tun oder im besten Fall lieben, was sie tun und wo sie da dabei sein können, wo sie zuschauen können. Das heißt, das ist vor allem auch unsere Aufgabe, da immer Lebensumwelten zu schaffen, was für sie gerade momentan einfach eine Lernmöglichkeit ist. Und den Raum da zu halten. Egal, was es braucht. Also ich Auch habe schön, ja. Kurz. ja, also ich höre jetzt diese drei Sachen raus und das Raum halten, aber ich höre noch zwei wesentliche Punkte von dem, was er sagt, raus und das möchte ich nochmal betonen. Ihr habt es gesagt, vor allem du, Mana, hast einerseits gesagt, das mit der Verbundenheit und du, Josef, mit dem Sinn. Und das ist irgendwie, schließt sich für mich mit dem, was ihr gesagt habt, so schön der Kreis, weil die Kinder von euch dürfen verbunden sein mit der Natur und können im Spiel mit dieser Verbundenheit lernen. Von sich aus, weil sie selbst sozusagen die Motivation nicht Sinn. verloren haben, ja. Und das Zweite mit dem Sinn, was du gesagt hast, Josef, sie haben in allem, was sie tun, sehen sie einen Sinn. Und es gibt ja so viele Menschen, auch ich hatte diese Phase, wo ich mich gefragt habe, was ist der Sinn meines Daseins, ja? Und wenn wir ihnen, das habe ich von euch jetzt so stark mitgenommen, diese Verbundenheit nicht nehmen, die sie ja mitbringen, wenn sie zu uns kommen, und diesen Sinn ihnen nicht entziehen, den sie in allem suchen und sie nicht übergehen und sagen, schau her, dein Sinn ist es jetzt mit 6 Jahren das zu lernen, sondern sie können sich den Sinn behalten, dann werden sie wahrscheinlich, ich vermute es sehr stark, die Sinnfrage nicht sehr oft stellen in ihrem Leben, weil sie diese Angebundenheit, höre ich von dir heraus, und diesen Sinn von dir, Josef, nicht verloren haben, den sie ja immer schon gehabt haben. Vielleicht ist das auch irgendwo die Chance, auch für uns mit unseren Prägungen hier wieder was anzusetzen, ja. Und die Frage, die damit jetzt verbunden ist, also erstens mal danke für diese zusätzlichen Botschaften, das möchte ich nochmal betonen, aber die Frage, die ich jetzt damit verbinden möchte, ist, jetzt gibt sie ihnen das Potenzial und die Chance, das nicht zu verlieren. Wie viele haben ja das Problem, dass wenn sie mit den Kindern durch den Supermarkt gehen und sie wollen irgendwas Süßes haben oder sie kommen in die Pubertät und wollen plötzlich Sachen machen, die komplett von deinen Vorstellungen weggehen, ja? Glaubst du, dass das bei euch anders wird oder anders sein soll? Oder ich glaube auch, dass viele Probleme sich darauf aufbauen. Wie seht ihr den weiteren Weg eurer Kinder mit der Stärkung dieser Verbundenheit und des Sinns? Ich Des glaube, Sinnbehalten. dass ja, da unsere Kinder eigentlich ja immer ihren Interessen und Bedürfnissen folgen durften, außer wie gesagt bei Dingen, wo wir als Eltern natürlich wissen, dass das für sie negative Auswirkungen haben könnte. Ich nehme jetzt ein Beispiel Medien. Medien, ja genau, Medien, digitale Geräte und so weiter. Bei uns war es immer ein Wert, die ersten Jahre gab es da keine digitalen Geräte, es gab keine sozialen Medien oder irgendwas bei ihnen. Fernsehen gab es auch nicht. Fernsehen auch nicht. Also das war, da haben wir die ersten Jahre wirklich komplett drauf geschaut, drauf verzichtet, also wirklich darauf verzichtet. Und eben, wenn ich jetzt das Beispiel hernehme, wie oft sehen wir nicht ein-, zweijährige Kinder vor dem Handy sitzen, ne, und so weiter. Wo ich, da kann ich ja als Eltern, ich glaube, das liegt in unserer Verantwortung, einfach da zu schauen, da Stopp zu sagen und sowas eben nicht zuzulassen, weil eben die Kinder von sich aus noch nicht abschätzen können, was das für Auswirkungen für sie und für ihr Leben haben kann. Da müssen wir ganz klar Nein sagen. Aber ansonsten eben, weil unsere Kinder ihren Bedürfnissen, ihren Interessen folgen konnten und auch vor allem ihren Stärken folgen konnten. Und beim Freilernen ist das Schöne, dass sie alles auf ihren Stärken aufbaut. Und damit gibt es eigentlich schon gar keine Schwächen mehr. Und wo sonst natürlich im autoritären System immer dieser Finger auf, ne, was kannst du noch nicht in der Schule und so weiter, ne, was musst du noch besser lernen, damit du einen Dreier kriegst und keinen Vierer oder was auch immer. Dadurch, dass sie auf ihre Stärken aufbauen, glaube ich, und wir bemerken es ja auch bei unseren Kindern, die eben, wo der Ältere jetzt schon 13 ist, dass es da jetzt, glaube ich, nicht diese typischen Pubertätsprobleme zum Beispiel jetzt geben wird bei ihm. Also erstens, jetzt wisst ihr schon, glaube ich ja nicht an die Pubertät.
und habe das ja auch schon mit meinen großen Kindern durch. Also für mich gibt es das einfach nicht, sondern das ist eine tolle Ausrede, so wie die Wechseljahre bei den Frauen, wenn sie alle anfangen zu spinnen oder sonst was. Es gibt halt einfach Zeiten der Wandlung. Und prinzipiell ist ja das, was immer da ist, ist die Veränderung. Jedem von uns, egal wie alt wir sind. Aber ja, es gibt halt einfach diese Phasen, so wie die Jahreszeiten in einem Leben, die vielleicht irgendwie, ja, mehr brauchen, mehr Aufmerksamkeit brauchen, mehr Präsenz nochmal brauchen. Und ja, also die Jugendzeit ist natürlich einfach diese Abnabelung von der Ursprungsfamilie und diese Wandlung vom Kind zum Erwachsenen. Und ja, klar passiert da ganz viel. Also auf körperlicher Ebene allein schon, ne? Wenn die Hormone da einschießen, das ganze Gehirn baut sich um. Ja, na klar braucht das Aufmerksamkeit und Präsenz. Aber die Frage ist, warum soll ein Jugendlicher plötzlich ausbrechen, der ja immer gesehen wurde und der eine Verbindung hat zu den Menschen rundherum und der ja auch den Rahmen hat und der Rahmen darf ja immer wieder einfach weiter werden. Also warum soll der ausbrechen wollen plötzlich? Irgendwie kannst du was anderes machen oder so. Also es gibt keinen Grund dafür. Es ist total unlogisch. Und nach meiner Erfahrung passiert das auch nicht. Weil das, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, das, was wichtig ist und das, was jeder Mensch jeden Alters einfach braucht, ist dieses Gesehenwerden in der Tiefe. Und wenn ein Kind und dann ein Jugendlicher einfach gesehen wird, dann braucht er nichts anderes mehr, weil das ist das, was jeder von, also sich wünscht und diese Sehnsucht immer da ist. Und wenn er gar nichts anderes kennt, dann darf er einfach sein Potenzial entfalten. Und da gibt es nichts anderes. Der entfaltet sich. Ja, mir kommt da jetzt der Gedanke, also ich finde es voll schön und ich glaube, das ist so dieses Optimale, wie einfach das gedacht ist, auf der Welt zu sein oder auch die Kinder zu begleiten. Aber viele haben, glaube ich, da jetzt, sind vielleicht vorher schon irgendwie abgebogen von diesem Optimum. Und die Frage ist, wie kann man jetzt, oder habt ihr da irgendwelche Tipps oder kann man Menschen oder den Eltern irgendwas mitgeben, wie sie es schaffen, wieder in diese Verbindung zurückzukommen, in dieses Gesehenwerden vom Kind, wenn es schon irgendwie zu weit entfernt hat und schon in diesen Strudel kommen ist, das gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich und immer wieder dieses Gesehenwerden braucht. Gibt es da irgendwie, wie man die wieder so zurückbringen kann? Also das ist mir zu so gekommen, wie ich dazu gehört habe. Im Endeffekt, es gibt diesen Spruch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Eben auch ich als Erwachsener, und wie Thomas auch schon gesagt hat, es fängt im Endeffekt immer bei uns an. Ne? Der Frieden, aber der Unfrieden, egal mit wem, ob es mit den Kindern ist oder sonst irgendwas und irgendwo. Und wenn ich mit meinen Themen einfach schaue, wo ist die Enge da? Welchem Thema kommt eine Enge auf? Oder jetzt mit dem Kind vielleicht auch zusammen. Wo ist die Enge da? Und wenn ich da allein einfach mal hinschaue und da bei mir was verändere, verändert sich immer automatisch auch beim Kind was. Und im Endeffekt sind es wieder die drei Dinge, ne? Also einfach diese bedingungslose Liebe und Selbstvorbild sein, selbst zu schauen, ne? Wie kann ich vielleicht achtsamer und präsenter sein im Alltag mit allen Dingen? Wie gehe ich selbst liebevoller mit mir um? Ne? Also das macht schon so viel aus, wenn ich mich selbst lieben lerne. Das ist ein Riesenpunkt. Das verändert automatisch auch dein Kind. Ganz, ganz klar. Und du kannst ja immer, also niemand sagt so, irgendwann ist es zu spät, dass du auf dein Kind zugehst. Und also wirklich aber mit offenem Herzen und voller Offenheit also einfach Gespräche führst, ganz, ganz ehrlich und auch von dir, ne, einfach sprichst und von deinen Emotionen und was du spürst und was du fühlst. Und so, weil wenn du von dir selbst sprichst, dann ist das niemals ein Gegen das Gegenüber und ein Angriff und braucht eine Rechtfertigung oder braucht diese Reibung oder so, sondern es ist einfach nur ein offenes Hingeben an den Moment wieder und das voller Achtsamkeit und Präsenz. Also niemand wird da gegenschießen. Und das kann ich immer und immer wieder auch üben. Und das kann nur dann einfach gewinnbringend sein für diese Verbindung und die kann sich immer und immer wieder einfach neu aufbauen. Und wir sind ganz normale Eltern, wir sind keine Übereltern, wir Wir sind haben keine Heiligen. ganz, ganz viel Blödsinn gemacht. Und wir haben, aber wir haben es irgendwann geschafft, auch zu den Kindern zu sagen, hey, es tut uns leid, wir haben da was falsch gemacht. Oder hey, wir machen auch Fehler, wir haben das
ich habe dich jetzt falsch behandelt und so weiter. Hm. Und wenn das wirklich von Herzen kommt, dann spürt das das Kind. Da löst sich so ein Knoten innerhalb von ein paar Sekunden auf. Und das Kind kann ganz schnell gehen, dass eine verkorkste Beziehung zwischen Eltern und Kind sich schnell wieder auflöst. Das ist Oder dem Kind auch die Einladung aussprechen, hey, du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich werde dich nicht verurteilen oder bestrafen oder was auch immer. Sondern nein, eben. Also das Erste ist natürlich, ja, wenn das Kind dann kommt, dann muss ich auch wirklich so handeln. Weil sonst ist das Vertrauen natürlich dahin. Genau. Aber ich glaube, es ist jederzeit möglich, da einfach neue Wege zu gehen. Es ist so einfach, gell? Einfach nur den anderen sehen und Eigentlich ist es total einfach. gleichsam so Ja, stellen. das ist Für alle. die nächste Für große alle. Botschaft eigentlich, die ihr gerade sagt. Dieses Bedürfnis wahrnehmen, was wir in uns allen haben. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, gesehen zu werden. Und ich glaube, das, was ich jetzt gerade heraushöre, ist, wenn als verantwortungsvoller, erwachsener Mensch gegenüber dem anderen zuerst Interesse zeigt, dann kriegt man ja selber auch wieder den Austausch von gegenseitigem Interesse. Es geht ja nicht darum, glaube ich, und das höre ich jetzt stark raus, Kind, ich möchte jetzt von dir was wissen, sondern ich bin da, ich interessiere mich für dich und nicht, ich muss jetzt da was von mir an dir weitergeben. Und das ist das, was ich jetzt gerade so schön rausgehört habe. Und ich glaube, Und oft auch kann man wichtig, auch hey, ich teile ansetzen. auch selbst was. Ich teile auch selbst was von mir. Das heißt, du kriegst auch was von mir, ne? Was ganz was Tiefes. Und nicht nur, ich will was von dir hören. Also es darf ein Austausch sein und das darf sehr, sehr nährend sein auf beiden Seiten. Aber vielleicht nur, mir kommt halt da, aber wir sind ja alle noch nicht so reflektiert und so, keine Ahnung, so erwachsen, sondern es gibt ja eben diese ganzen inneren Kinder auch in uns und diese Verletzungen und natürlich, aber wenn man schon auf dem Weg ist, kommt man immer wieder da rein und mir kommt da jetzt einfach nur eben, es geht aber trotzdem einfach um den Prozess auch, nicht um das, dass es schon perfekt ist, sondern einfach die Bereitschaft dazu, dass da ein Prozess stattfindet und dass wir einfach eben mit diesen Werten, die wir haben, diesen Weg gemeinsam gehen. Weil sonst wird so, okay, bei mir ist es recht spät, weil da komme ich nicht mehr mit, so oft wie gefühlt. Ja, also Du was. sprichst es so schön an. Genau, es ist ein Prozess. Und wenn ich bis jetzt nur geschrien habe mit meinem Kind und von oben herab über Bestrafung und Belohnung gearbeitet habe und am nächsten Tag auf einmal war voll auf Augenhöhe aus dem Herz heraus, wird mir das Kind das nicht abnehmen und es wird auch nicht ehrlich und authentisch sein. Es muss authentisch sein, Ja. aber es gehen oft kleine Schritte, kann man jeden Tag machen. Genau. Und perfekt gibt es sowieso nicht. Also ist die Frage, was ist das überhaupt? Ja. Das ist für dich selbst nur festlegen, zumindest die Richtung. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, vielleicht eben diese Werte zu haben oder eine Vision zu haben. Wo will ich denn hin als Frau? Wo will ich da mal sein? Wo will ich als Mutter auch sein? Und dann diesen Weg zu gehen. Und es braucht ganz, ganz viel Arbeit mit einem selbst. Klar. Und es gibt auch viele Rückschritte. So. Aber zumindest immer und immer wieder auch den Schritt nach vorne zu gehen und dabei zu bleiben. Oder? Ja, ich bin gerade voll dankbar, dass wir da jetzt so eine intensive Zeit haben, die so viel Wissen in sich hat. Also ich erkenne da ganz viel Wert gerade in dem Gespräch. Bin gerade richtig dankbar dafür. Ja, für schöne. Schön. Misskommen. Ja, na, jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem ganzen Konzept. Na, es ist Wahnsinn. Ja, aber im Endeffekt beschreibt es ja eh nur das, also diesen Freilerner, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Freilernen, Genau. eben, wie ihr sie beschrieben habt, es braucht nichts dafür. Die Kinder gehen den Weg einfach. Und es braucht eben nur uns, die Kinder dann eben begleiten mit den Werten, die wir sozusagen für uns da haben. Weil eben, so wie es ist, im ersten Lebensjahr lernen sie ja schon ganz viel. Da ist es selbstverständlich, dass sie so etwas lernen. Und dann irgendwann später hat man irgendwie zu diesem Glaubenssatz, aber jetzt muss ich aber von außen da weiter tun, dass das weiter lernt. Genau, und das finde Ja. ich schön, dass ihr das irgendwie Ja, schon recht früh erkannt habt, dass es einfach weitergeht. diese wesentliche Botschaft Ja. in diesem Gespräch und dem Wissen, was ihr da hier preisgibt, ist ja, dass es nicht darum geht, irgendwann in einem späteren Leben zu fragen, wie komme ich denn dahin, wo ich hin möchte, sondern es nie zu verlieren, wo ich schon war. Dann Und stellt ja die Frage gar nicht mehr, was passiert mit den Kindern später mal, weil sie gehen den Weg, das ist den die sie gehen. Hauptverantwortung, genau. Ja, Ja, ja. das ist die Botschaft gerade, die ich für mich herausnehme. Sie. Ja. Und für mich ist auch immer wieder, wenn ich so runterbrich, es ist alles so einfach.
Es ist so einfach. Es ist auch so einfach, ein Kind zu begleiten. Aber wir machen es uns so kompliziert, weil eben so viel auf uns drüber liegt, ne? So, es ist wie wir müssen erst die Zwiebel schälen, weil da die ganzen Schalen außen, die sind da drauf geklatscht worden, irgendwie seit wir halt so klein waren. Aber das Innere ist es so pur und so einfach. Und so ist es, so ist alles. Ihr habt die Erfahrung mit den älteren beiden und auch mit den jüngeren auf unterschiedlichen Wegen dieses Lernen und Freilernen erlebt zu haben. Also ihr habt da wirklich eine schöne Bandbreite, was nicht viele haben, und habt einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz damit. Was ist, wenn jetzt nach diesem wunderschönen Gespräch jemand sagt, Ma, Moana, Josef, ich würde mich gern mit euch austauschen? Gibt es irgendwie die Möglichkeit sozusagen, bietet sie eine Plattform, irgendetwas an, wo ihr sozusagen eure Ideen, eure Vision, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann von euch? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also wir werden das alles noch verlinken unter dem Video, selbstverständlich. Wollt ihr selbst dazu was sagen? Ja, also genau, speziell zum Freilernen haben wir jetzt auch eben aufgrund auch von vielen Nachfragen und weil es für uns oft zeitlich auch nicht möglich ist, so irgendwie ständig alle Anfragen zu beantworten oder da irgendwie ein Coaching zu geben, haben wir einfach mal einen Telegram-Kanal geschaffen, wo ich immer wieder mal sporadisch was reingib aus unseren, ja, mittlerweile 13 Jahre Freilerner-Familienleben. Und da sind schon ganz viele Inspirationen drinnen, auch wenn man jetzt zum ersten Mal vom Freilernen gehört hat und einfach mal sich auf den Weg machen will, weil da geht es auch viel um dieses Menschenbild dahinter, was ja das Wichtigste ist beim Freilernen. Dieses eben auf Augenhöhe von Subjekt zu Subjekt. Und da kann man sich gern inspirieren lassen. Also wenn du den verlinkst, das ist super, diesen Telegram-Freilerner-Kanal. Wir haben noch einen zweiten Freilernerkanal, wo es insgesamt so auch für uns eben wichtige Themen geht, wo es darum geht, um ganzheitliche Gesundheit. Also wirklich Gesundheit auf allen Ebenen. Jetzt vom Körper her, bis hin zum Finanziellen, finanzielle Gesundheit, wo wir einfach schauen, wo wir einfach Menschen auch unterstützen, da in mehr Fülle zu kommen, in mehr Gesundheit zu kommen. Genau, da haben wir einen zweiten Telegram, so eine Gruppe ist das auch. Und ansonsten haben wir unseren Lebe, Liebe, Ungewöhnlich Instagram-Kanal. Da gibt es auch zum Beispiel zum Punkt der Freilernen ein eigenes Highlight, wo wir ganz viel Infos zum Freilernen drinnen haben, wo man mal schmökern kann. Und natürlich gerne auch Fragen an uns. Einfach kein Blatt vom Mund nehmen. Egal, ob es über einen Telegram-Kanal ist oder über Instagram, wo sich jeder am wohlsten fühlt, einfach mal eine Nachricht schicken. Gerne. Ja, voll schön, danke. Ich finde es ja eben voll schön, weil eben, so wie du es angesprochen hast, dass ihr die zwei Kanäle habt, weil ich finde eben auch, dass das Freilernen auch nur funktioniert, wenn man gesund ist. Also wenn man auf allen Ebenen, also das ist einfach so, das bedingt sich so, oder das ist so eins eigentlich, weil diese Entfaltung kann funktionieren, wenn man auf allen Ebenen diese Gesundheit da hat. Und deswegen Ja. finde ich es schön. Also darum super, dass wir da beides verlinken können drunter, dass man da, dass Und die gerade die Gesundheit ist halt die Basis von allem. von allen. Genau. Ja. Gesundheit ist Ja. alles nichts, heißt es immer. Und das ist Genau. es. Ne? Wenn Ja. ich jetzt krank im Bett liege und mich nicht bewegen kann, leidet meine Partnerschaft darunter, meine Beziehung zu meiner Frau, zu Und meinen Freilernen Kindern. interessiert daran immer. Wahrscheinlich, Genau. wenn ich jetzt ein Gebrechen und Krankheiten habe, Ja. dann bin ich einfach ganz elementar irgendwo beschäftigt und kann mich nicht da mit anderen Themen beschäftigen. War schön. Ja. Das Schlusswort. Es ist so schwer aufzuhören, weil es so schön ist, aber ich Schwer, ja. glaube, wir müssen dann. Ja, wir haben ja euch auch Ja, auf und unsere unseren Kinder sind Herzen. bald wieder treffen. Unsere Katzen fangen schon zum Randalieren an. Ja, Also. sehen hinten, ja. Ja. Na, vielen Dank nochmal für Ja. diesen Mehrwert, den ihr da in die Welt rausposaunt oder auf sanfte Art rausschickt. Und Ja, für schön. wir folgen euch Ja, weiterhin. danke auch für eure wertvolle Arbeit. Ja, voll, danke. Dann vielen Dank für eure Zeit und Danke fürs wir Gespräch. sehen uns bestimmt wieder. Genau. Ja. Danke auch. Und Danke auch euch. alle danke fürs Zuhören. Vielleicht noch. Und danke fürs Dabeisein. Genau. Tschüss. Tschüss.